Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, die Nacht ist vorbei. Ich habe mich ein bisschen gewappnet, denn. Wait, genau auf Kante. Wir machen heute den Ausflug zum Händler. Der da ist, da hinten. Denn. Wir müssen gar nicht großartig Kohle machen oder sowas. Aber ja, Verletzen ist unterwegs vielleicht nicht die Option. Aber beim Händler steht eine Forge und ja, die können wir nutzen. Denn ich möchte jetzt einfach mal Eisenwerkzeug haben. Werkzeug. Deswegen straight ahead. Zwischendurch hier noch ein bisschen Krimskrams einsammeln, der unterwegs lauert. Ach, ich dachte, das wäre Müll gewesen. Upp. Federn nehmen wir mit. Allzu viele haben wir davon auch nicht mehr. Zack. Perfekt für einen Händler. Mach ein paar Federn hin. Wir müssen ja nicht geradewegs alle Zombies auf uns aufmerksam machen. Deswegen hier so ein bisschen Schlängelinie. Und ich merke gerade, ich muss die Maus mal ein bisschen runterstellen. Das ist hier besser. Ja, unter anderem habe ich mal eben zwischendurch den UI-Mod von Wakecry wieder dazugeladen. Ich glaube, den habe ich bisher vergessen zu verlinken. Das werde ich auf jeden Fall noch tun. Denn den finde ich gut. Und was ich gut finde, unterstütze ich gerne. Ja, viel von meinem Wissen, das ruht auch quasi auf seinen Let's Plays. Gucke ich sehr gerne. Sehr sympathischer Herr. Schaut auch gerne mal bei dem vorbei. Alle Fälle. So, sehen wir hier schon was? Da oben ist das der? Nee, das ist nur eine Hütte. Da, der! Das könnte Trader sein. Immer noch relativ schwierig, was das Terrain angeht. Wenn ich mir das da oben so angucke. Was war das? Scavenging. Hier so alles ein. Warte mal, zoom mal. Alles eine Ebene. Heidewitzka! Hier sind ein paar Freunde unterwegs. Die können wir ruhig aufscheuchen, denn die sind lahmarschig, aber wir wollen uns jetzt gerade nicht unbedingt mit denen anlegen. Im Trailer sind wir eh sicher vor denen. War da eine Schlange? Da ist eine Schlange. Das ist ja cool. Ich habe noch nie eine Schlange gesehen. Schwierige Moves, Fräulein. Aua. Ah, cool. Gab's da was für? Habt ihr drauf geachtet? Ich habe nichts gesehen. Kein Fleisch. Vielleicht ein paar Eier? Schlangeneier, wer kennt sie nicht? Eierlegende Wollmilchschlangen. Schwierig. Egal. Kommst du mit? Dankeschön. Steine brauchen wir auch noch ein paar. Ich ähme gerade so viel. Ich hatte nämlich. Oh. Hi. Willst du zu mir? Ich nehme Knüppel mal vorsichtshalber raus. Nehmen wir uns noch mal ein bisschen Ausdauer auf für den Knüppel. Fräulein, können wir Ihnen behilflich sein? Ja, jetzt hat auch der uns. Schwierig. Ich glaube, jetzt nehmen wir doch mal die Halbandage.
Der ist durch. Herr Geier, würden Sie mal einen Schritt näher kommen? Bitte. Entschuldigung. Könnten Sie mal. Hallo? Hier. Sie haben ein paar Federn, die ich haben möchte. Hallo? Ja, kommen Sie bitte wieder. Ich bin nicht so der Geiertreffer. Komm hier. Ach, scheißegal jetzt. Meine Güte. Ja, wir hatten Steine angesprochen. Die liegen hier nämlich auch noch rum. Das Problem ist, uns ist in der Nacht die, hast du noch nicht genug? Du Blödbacke, jetzt komm doch mal ran hier. Sag mal. Kann doch nicht dein Ernst sein hier jetzt. Ich sehe schon, komm, der bringt mich hier noch um. Aber Schießen, habe ich gehört, bringt nichts bei dem. Oh, doch. Mir wurde gesagt, die Hitbox von dem ist ein bisschen sehr kritisch. Deswegen habe ich das bisher gelassen. Aber mit Knüppel ist ja gar nichts zu machen bei denen. So. So, drei Federn vergoldet. 50 dazu gekriegt, so unter Motto. Sehr schön. Guter Deal, gehe ich ein. Jetzt habe ich fünfmal irgendwas versucht zu sagen und habe es doch wieder vergessen. Also merkt euch, wo wir waren, und beendet meinen Satz. Kaffeebohnen. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich sage, Terrain-Ungleichung, Straße, Laden. Straße, Laden? Habe ich hier irgendwas verpasst? Also wenn unser Supermarkt um die Ecke genau so einen Abgang hätte, dann würde ich einen anderen nehmen. Aber hey. Oh. Können wir das ja mal testen, was Vagrine meinte? Zeugs haben hinten echt keine Augen mehr, wa? Katastrophe. Ja, der gute Vagrine hat sich nämlich auch mit den Zombies ein bisschen beschäftigt. Was so den Sichtradius und sowas angeht. Weil die da etwas schwieriger geworden sind, die Herrschaften. Und ja, da hat er festgestellt, Zombies haben hinten keine Augen mehr. So, hier machen wir zu. Warum? Das Ganze hier ist Landclaimbock. Das kannst du nicht kaputt machen, besagt dieser Toe. Für die, die es nicht wissen. Hier drin wird sich wohl der werte Herr Händler befinden. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Your money is welcome here. So und so ähnlich. S für Sell. Ne, B für Sell. Warum auch S? Das macht ja auch gar keinen Sinn. Das lernen wir lieber. Das können wir nicht verkaufen. Das auch nicht. Das behalten wir. Das auch. Das auch. Das auch. Auch. Das wollten wir, glaube ich, weghauen. Ich glaube, das hat keinen Sinn mehr. Das können weg. Hast du denn irgendwas Interessantes für uns? Shotgun brauche ich noch nicht. Brauche ich auch nicht. Und die Waffen so. Machetenblade, kann ich die jetzt herstellen? Oh, sonst ist hier, Much glaube obliged, Stranger. nichts allzu Tolles. Looten wir einfach nochmal. Das hier sind wieder diese Vending Machine für PvP-Spieler. Ja, und da sehen wir jetzt schon mal so eine Workbench. Untouched.
Yes, mit Forge-Eimer drin. Geiler Scheiß. Nee, da müssen wir nochmal was anderes suchen. Ich muss noch ein Foto machen für Thumbnails. Ich muss mich dran gewöhnen, mehr Fotos zu machen für die Thumbnails. Der mir ist aufgefallen, wenn ich die später rausschneide, sind die nicht so hübsch. Okay, 260er Minibike. Handlebars. Seats. Durchgucken hier. Oh, das ist Holz. Okay, darf ich nicht mitnehmen, danke. Darf ich hier mal reingucken? Ah ja. Ja. Burp. Achso, der hat eine Tür. Okay. Der zahlt bestimmt doppelt so viel wie die Unterhändler da. Aber trotzdem nicht abgeschlossen. Das ist. Apokalypse, das muss man Prioritäten sehen. Sag mal, ist hier überall gar nichts drin? Ich weiß, dass da irgendwo noch die Forge drin sein müsste. Ah ja, hier ist ein Mixer. Sehr geil. Hier können wir dann später noch Concrete Mix und sowas machen. Sehr gut. Gut zu wissen. Obwohl, den lassen wir mal offen. Dann wissen wir, wo wir suchen müssen. Unlock Chemiestation. Auch schön. Auch schön. Hier können wir uns dann Pillen herstellen. So quietschen würden, ne? WD-40. Hallo Forge. Erkläre dich. So, jetzt schmeißen wir erstmal rein. So lange brauchen wir gar nicht, aber wir schmeißen es einfach erstmal rein. Achso, kann ich das lernen? Ja, das lernen wir dann auch gleich. Das behalten wir gleich hier. Das können wir scrappen und mit dazulegen. Stellen wir es erstmal an. Das hier auch scrappen. Bisschen aufteilen. So, dann machen wir hier. Gucken wir einmal durch. Scannende Blicke sagen. Aber wir haben eine Forge und wir können sie nutzen. Das ist sehr gut. Das befürworten wir. So, gucken wir hier nochmal rein. Hast du noch was Schönes? Ein Glas. Ja, ein Glas. Boah, da dauert es 4 Tage und ich finde ein Glas. Ich werde verrückt. Das ist das, wo wir drauf gewartet haben. Der absolute Oberglaser. Wieder Metall. Geiler Schieß. Und noch mehr Küche. Wir schwören, ich habe einen Körper. Naja, meine Haare sitzen, das sehe ich da in der Kamera. So. Das sehe ich. Wenn der Spiegel halt nicht funktioniert, dann muss ich mich halt aufnehmen. Alte Wretch! Ach, du bist eine Toilette. Neben der Küche ist. Wäre jetzt auch nicht mein Lieblingsplatz. Aber ich habe das nicht gebaut. Schwirr. Ich war das nicht. Ein Hammett. Finde ich auch sehr gut. Denn den können wir tragen. Hier, guck mal, das können wir schrappen. Dann nehmen wir das, können wir das wearen. Können wir das auch schrappen? Da draußen tut sich schon wieder wer weh. Ich höre das. Das können wir auch verkaufen. Nee, das kostet 9. Pff, kann ja auch das Metall mitnehmen. Oh, ein schöner LCD. Ja, sieht mir aus. Das könnte. Könnte sein. Könnte sein, dass
dass das ein Bildschirm ist, den man eines Produktes nachvollziehen kann. So. Muss man Büro ablichten. Hier ist nix. Da ist nix. Hier ist Ende. Ein Haus. Mitten im Nichts. Ist da Wasser? Ist da Wasser? Hier ist überall Wasser. Da auch. Da auch. Aber das ist nicht das Wasser da, oder? Obwohl, wenn das die Stadt ist, dann könnte das auch das Wasser sein. Aber wir sind hier am Wasser vorbeigegangen. Auf dem Rückweg füllen wir unsere Gläser. Jetzt überlegen wir mal. Hübsch wäre es wahrscheinlich von da irgendwo. Ey! Türen schließen wir wieder. Pushen wir nach unten. Ein Erdrop. Der ist da hinten. Auf dem Berg. Rollt er runter? Der liegt da oben auf dem Berg, ne? Ich finde es so schon fast cool, ne? So. Mal guck mal so. Oder so. Aua. Könnten wir das mal entfernen, bitte? Aua. Nein. Ich darf das Gras vorm Trailer nicht kaputt hauen. Aufgrund eines Thumbnails. Zugute. Es hat doch einen höheren Zweck. Mir gefällt's. So. Aber die Aloa-Pflanze darf ich mitnehmen. Das ist gut. Holen wir uns jetzt diesen Adrop. Ey, von da kommen wir, ne? Dann machen wir einmal so einen Bogen. Ach, Leute. Was macht denn die Forge? Die machen wir mal wieder zu. Nicht, dass hier drin Zombies schrumlungern. Können wir hier schon mal. Das ist alles schon weg. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Dann. Schopf. Oh, ja. So schreibt man Shovel. Dann würde ich doch mal sagen. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo ein bisschen Clay finden. Was wir auch abbauen dürfen. Dann gehen wir hier einfach mal ein bisschen Forge Iron in Auftrag. Hier hat sich wieder wer wehgetan. Ja, Forge Iron in Auftrag geben. Hehehe, das ist lustig, knichnet. Wie sieht denn das aus mit einer Axe? 20. Wenn ich dich scrappe, was kriege ich dann? Leder. Muss ich tatsächlich jetzt noch Sachen wegschmeißen? Da wurde eine steinlich. Das hier ist das. Das soll Clay sein?
Da fällt so schnell keiner runter. Ja, wenn du hier schon so freundlich Hallo sagst. Oh, oh, oh. Falsche Tasten. Falsche Tasten. Boah. Zombie Action. Zombie Action. Der wackelt aber auch so. Du kannst mich gar nicht geschlagen haben. Du hast nur auf den Boden geguckt. Oh, ich weiß, da haben wir auch keinen Platz für, aber egal. So, ich hopp mich einfach hin, dann ist das ein bisschen leiser. Und, ja. Dann gucken wir gleich nochmal, wie viel Clay wir haben. Schmeißen das beim Händler rein. Das sind Pläne. Es ist jetzt leider erstmal ein bisschen dröge, immer viel Farm und so. Ich verspreche, es wird besser, aber es ist nun mal, am Anfang ist alles etwas mühseliger als sonst. Deswegen, 200 ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, den nehmen wir nochmal mit. Den verpieseln wir uns nochmal kurz. Rein, schmeißen das Clay da rein und mal schauen, vielleicht mache ich ja zwischen den Aufnahmen nochmal ein bisschen was. Obwohl ich das zweifeln möchte aufgrund der Zeit. Also ich glaube, wir schmeißen das Clay da einfach mal rein. Wir werden es sehen. Lasst euch überraschen. Ich sage euch, es wird weitergehen. Nach diesem wunderschönen Samstag wird es Dienstag weitergehen. Denn ich mache jetzt hier noch kein Feierabend. Zack. Da sind wir. Ja, können wir das einfach mal anschmeißen. Dann können wir hier nämlich das erste Forge Iron bald rausziehen. Und ja, so langsam kommen wir vorwärts. Dann stellen wir uns hier drüben doch mal hin. Und ich würde sagen, mit dieser leichten Überhitzung sehen wir uns denn zur nächsten Folge wieder im Überlebensmodus. Und ich würde mich halt freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Schreibt fleißig Kommentare oder gebt mir einen Daumen nach oben ab, falls euch das Video gefallen hat. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.